Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ich bin hier beim Wärmekraftwerk und es steigt auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob das noch heftiger steigen soll, muss oder wie auch immer. Kann ich nicht so richtig beantworten. Ich guck mal kurz hier, wie spät es ist, obwohl langsam so aussieht, ob wird es heller. Guck ich trotzdem mal. Nee, es wird dunkler. Dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Dann gehen wir schlafen. Und dann können wir beim nächsten Mal nach den Höhlenpilzen suchen. Na, ich weiß mal nicht, ob wir die finden werden, aber. Ach, siehst du, bevor wir schlafen, ich wollte hier auf jeden Fall mal, ja, was heißt ein Spind machen oder sowas, das jetzt nicht, ne? Aber was ist denn hier mit dem Aquarium eigentlich los? Das könnte man ja eigentlich mal so machen. Ja, und dann auf jeden Fall. Boah. Was soll denn das werden? Eine Nukebox. Und dann, damit man hier auch ein bisschen was mitkriegt, will ich natürlich hier, ja, ne, einen Lautsprecher ranmachen. Und natürlich hier vorne. Ne, wenn man hier schon mal reinkommt oder sowas, dass man so ein bisschen das auch mitkriegt. Titan-Kupfererz. Ja, ich weiß, wir opfern jetzt hier wieder ein paar Rohstoffe, aber ganz ehrlich, ich will den Scheiß haben. Und besonders bin ich mal gespannt, was da für lustige Musik kommen könnte. Wer weiß, ne? So. Jo, schwimmt mal alle durch. Ach, hier braucht man Glas, okay. Eine Jukebox kann man so machen. Oh, jetzt können wir die auch scannen. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, alles klar. So, was haben wir denn jetzt hier? Boah, viel zu laut, ey. Hat man hier auch eine andere Musik oder so? Das ist ja immer die gleiche. Da müsste ich mal glatt mal gucken. Das mache ich mal. Ob es hier überhaupt einen Ordner gibt. Gibt es hier einen Ordner beim Spiel? Jetzt muss ich natürlich wissen. Oh, jetzt bin ich schon wieder drin. Wo ich das abgespeichert habe. Ich muss da mal gucken. Aber das würde mich ja mal brennend interessieren, ne? So, gucken wir mal bei Steam. Steam Apps, come on. Dann Subnautica. Da sind die Safe Games. Plugins. Wo kann man denn die Musik reinspeichern? Testing. Ich glaube, ich finde jetzt nicht. Ne, finde ich nicht. Also so toll ist nämlich die Musik jetzt gar nichts. Finde ich persönlich. Gibt es bestimmt noch bessere? Ne, finde ich nicht. Schade eigentlich. Ich dachte, ich kann euch jetzt mal richtig was zeigen. Weil ich finde die Musik so. Ja, geht. Können wir hier auch. Ja, das ist ja abwechselnd und Dauerschleife. Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt pennen. Schade, ich dachte, es gibt ein paar mehr Mucken. Vielleicht muss ich mich da mal informieren, wo man die vielleicht hinmachen könnte. Titte. Ich weiß auch gar nicht, ob die Lautsprecher dafür gemacht sind. Oh, ganz schön laut. Warte, Mike, aber nochmal leise. Ach, ich guck mir erstmal das Glas. Ganz schön laut, ey, muss ich ja mal sagen, ey. Das mach ich noch leiser. Geht mir fast jetzt schon auf den Sack. Obwohl es so ein bisschen so funky ist irgendwie. Erstmal hier leiser machen, noch leiser.
Das reicht ja völlig. Okay, cool. Aquarium ist da. Ah, jetzt kann ich hier denn auch Fischchen reinmachen. Naja, wir fangen ja ein paar, da werden wir natürlich außergewöhnliche Fischchen da mal reinmachen. Dann kommt hier ein bisschen Ambiente rein. Ich könnte so eigentlich schon einfangen, aber ihr wisst ja, das geht ja nicht so einfach. Gut. Ja, Energie haben wir richtig viel. Das heißt, jedes Kraftwerk ist auch ein Speichermodul auf jeden Fall. Aber nichts zu trinken haben wir. Dann werden wir uns... Nein. Und cool. Okay, ja. Vielleicht jetzt nochmal. Aha. Da darf man sich auf jeden Fall nicht verklicken, sonst hat man unendlich viel Arbeit. Aber ist natürlich auch schön, dass die denn sagen... Achso, okay. Ja, der sieht doch ganz lustig aus. Den können wir doch schon mal nehmen. Und hier drüben haben wir ja auf jeden Fall zwei Trinkfrische. Fische. Und ja, der Feierrochen, der sieht ja auch ganz lustig aus. Kommen wir hier auf jeden Fall mal raus. Ja, dann machen wir das noch fit und dann werden wir eine Bleiung machen und dann. Jetzt ist aber ganz schön leise, wa? Ich will ja auch nicht, dass es zu laut ist, ne? So. Jo. Ja, schön. Schön macht er das. Gut. Jetzt ist meine Seele auch befriedigt. Jetzt kann ich auch weiter atmen. Weil sonst geht es gar nicht. Wenn man das denn so offen stehen lässt, ne? Kennt ihr ja selber. Das ist ja... Das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Kann man nicht gebrauchen. So. So. Ja, das reicht ja auch. Da haben wir ja genug jetzt. Fressen und so weiter und so fort. Ich pack nun mal hier weg. Die Seebahnabteile brauchen wir auf jeden Fall noch überall. Ne. Die nicht. Könnt ihr auch mal gucken, dass ich den Turboarm hier vielleicht noch ranmache. Aha. Oh. Wir können aber trotzdem noch ranmachen. Okay. Okay, cool. So. Ja, dann geht's auf jeden Fall Richtung alte Heimat. Dann nehmen wir natürlich die Abkürzung hier durch die kalte Küche. Höhlenpilze. Höhlenpilze. Mir kommt auch so vor, ob hatten wir die im ersten Teil ganz häufig. Und jetzt sie hier irgendwie nicht mehr so. Oh, den haben wir gesammelt. Ja, dann können wir die unspektakulären Fische einfach rausbaxen. Und tschüss. Und, weil die braucht man ja nicht. Ja, also zumindest nicht so. Ja. Wir haben ja jetzt diesen Arm dran, da bin ich mal auch gespannt. Was das denn letztendlich ist, ne? Also ob man den so beladen, befeuern kann, wie auch immer und so fort. Muss ja irgendwie da so Sinn geben, ne? Aber ich glaube, unser, es wird so auf jeden Fall im flachen Gewässer so drinne sein, diese Höhlenpilze. Ich glaube einfach nur, dass ich die noch nie so gesehen habe, ne? Aber wer weiß. Jetzt hat man sich so an die Musik dran gewöhnt, ne? Wenn jetzt gar nichts mehr kommt, ist es so ein bisschen jo, unheimlich, würde ich schon fast sagen. Dies Einsammeln klingt echt lustig. Weil dann kann man auch den hier einsammeln. Ey, ich habe den eingesammelt. So. Weil, ich will ja nicht alle Fische haben hier, weil die sind ja ziemlich unlustig. Der Eislupscher, der ist ganz cool. Aha. Ja, manchmal ist das ein bisschen tricky. Okay. Oh, der sieht ganz nice aus, ne? Aber die sind langweilig, die brauchen wir nicht. Okay, erstmal raus. Dann gucken wir uns mal das Ärmchen an, haben wir gesagt. Wir haben ja jetzt hier irgendwie so ein Turbo-Kanonen-Ärmchen. Sollte eigentlich so sein. Wir haben auch kaum noch Energie, okay. Wir haben kein Turbo-Ärmchen. So, die schmeißen wir erstmal alle weg hier.
Willkommen und schwimmt. Oder schwimmt nicht. Nö, dich nehme ich mir doch, ne? Wenn es dich schon mal gratis gibt, dann nehme ich dich auch. So, ja, die komischen Dinger. Okay. Höhenpilze. Ich bin mir sicher, dass es die am Anfang gibt, weil die Frage ist ja auch, warum sollte es die nicht am Anfang geben? Aber wer weiß, ne? Na, hier ist schon wieder richtig Party los. Ah, wir haben den Handscanner auch gar nicht angemacht. Auf jeden Fall müssten wir mehr Energie noch bauen, letztendlich für... Das sind die nicht, ne? Nee. Weiß ja nicht, ich kann ja auch mal gucken, ob ich die vielleicht ein bisschen rasieren kann, aber ich glaube auch nicht. Nee, Höhlenpilze. Papa braucht neue Höhlenpilze. Aber die heißen ja nicht Höhlenpilze, wenn es die nicht in der Höhle geben würde. Und ich glaube, damals bin ich hier rausgekommen. Nee, ich schwimme in eine andere Richtung. Das ist mir hier jetzt nicht so das Richtige. Das wird doch schon wieder dunkel. Warum wird denn das jetzt schon wieder dunkel? Ich habe da gar nichts gemacht. Komm mal her. Danke. So, den haben wir auch. So, Madames. Madames. Ich brauche eine Höhle. Eine fette, dicke Höhle. Nee, den wollte ich gar nicht. Ja, dann gucken wir gleich da mal, weil da scheint ja eine Höhle zu sein. Mal ein bisschen Frischluft schnappen. Diesen Step hat er ja nie geschafft, ne? Oh doch. Okay. Aber hier sind wir ja nie weitergekommen, ne? Nicht wirklich. Da hatten wir nie was gewonnen. Ne. So, intelligente, sehr sexy Höhlenpilze brauchen wir. Also das hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Ah, hier gibt es noch Schlingpflanzen. Beginn hier einfach mal wieder rein. Ich weiß, wir waren ja wahrscheinlich schon voll oft. Weiß ja nicht, ob ich auch doof bin oder sowas. Und andere sagen so, Alter, du bist schon 10.000 Mal vorbeigeschwommen, du Freemill. Aber ich weiß echt nicht, wo die sind, ne? Also anhand vom Bild, ne? Weiß ich ja jetzt zumindest, wo die, wie die aussehen, ne? Aber der Rest bleibt mir ein bisschen verschleiert. Das Schlimmste ist ganz ehrlich, ah, warum ist denn das da so grün eigentlich? Warum haben wir denn so eine grüne Fläche hier? Sieht echt toll aus, aber warum? Und andererseits, kriege ich bestimmt nicht mein Blei, so wie ich es haben möchte. Gut, da kann man natürlich den Scanner wieder aktivieren und so weiter und so fort. Aber jetzt sollte ja jetzt nicht den Scheiß so obliegen, ne? Wollte eigentlich schon gerne. Hier ist noch eine Höhle. Aber hier sind keine Höhlenpilze. Höhlenpilze. Ich brauche eine Höhle voller Pilze. Und zwar die Höhlenpilze. Gebt sie mir doch alle, die ich mir jetzt kralle. Auch nichts. Lucky Lucky da lang, Lucky Lucky da lang. Dann müssen wir auch in tiefere Gewässer oder sowas. Man weiß es ja jetzt nicht.
Schauen wir uns nochmal hier unten alles an. Yeah, wenigstens einbleiben. Ja, das hat sich doch gelohnt, ey. Oh, Gott sei Dank. Ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Ein Blei. Besser als kein Blei, ne? Wenn ich jetzt nur ein, zwei Korallen finden würde, ne, dann wäre ich auch richtig. Richtig, richtig happy. War hier nicht auch noch was, irgendwas? Ja, da, das wollen wir nicht. Jetzt sind noch hier so ein richtig geiler, sexy Höhlenpilz. Hätte auch was sehr Erotisches. Aber eine Koralle sehe ich schon mal. Ja, soll nicht alles ganz umsonst sein, ne? Ja, die Sache ist auch... Alter, dass wir hier in richtig Tiefen sind, ne? Oh, so eine tiefe Höhle gibt's hier? Stopp mal, ey, da müssen wir mit der Seebahn rein. Ich wusste gar nicht, dass es hier so eine richtig tiefe Höhle gibt. Das bringt ja sonst gar nichts, wenn ich da unten bin. Da haben wir ja wenigstens jetzt hier so ein Ziel, ne? Also, wir müssen Richtung Süden dann. Und dann richtig tief, wa? Also komm, den sammeln wir auch noch hier. Hep, hey. Hey. Ja, aber wenigstens wieder was zu trinken. Jetzt sollte ich diesmal aber vorher auch ein bisschen was trinken, oder? Aha. Ne, auf jeden Fall sollte ich was trinken. Und die Taschen leer machen. Was ja nicht so schwer ist, weil ich ja da die alte Base habe, beziehungsweise die Truhen und so weiter und so fort. Da können wir erstmal den restlichen Stuff alles hinmachen. Okay, geil. Ja, machen wir das erstmal hier hin. Oh Mann, der hängt aber hier letzter Zeit ganz schön am Hängen. Papp, papp. Ja, den einen Fisch, den nehmen wir auch noch so. Richtung Süden, habe ich gesagt. Einer ist schon tot und verfault. Oh, wir sind hier komplett voll. Weil hier alle gegenschwimmen. Ja gut, die kann ich ja unterwegs dann rausschmeißen. Okay, cool. Nee, stopp mal. Fehler Nummer 1, nicht repariert. Dann schmeiße ich die jetzt raus und repariere das Schiffchen noch. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, ey. Oh. Und trinken wollten wir ja auch noch. Oh Gott, ey. Mist, ey. Okay, ja, ich sollte die einfach nicht so fressen. Vielleicht mal entsinnen, welche Maustaste man da zu drücken hätte. Aber ich durfte ja jetzt gar keinen Hunger mehr haben. Und zwar rohen Fisch fressen, aber... Besser als Totenfisch. Oder habe ich auch Totenfisch hier gefressen? Weiß gar nicht. Ich wollte hier eigentlich... Eigentlich wollte ich noch einen leckeren. Da. Ach, sind wir nicht so geizig. Stellen wir uns vielleicht noch ein bisschen was her. Und dann, glaube ich, vertagen wir uns da nochmal. Ich habe die Höhle komplett vergessen, dass wir hier da noch was bauen können. Boah, da haben wir noch Korallen drin, ey. Korallen mich weg, ey. Unglaublich. 10.000 Trinken herstellen, das ist so, so geil. So viel Trinken hatte ich, glaube ich, lange nicht mehr. Nee, das nehme ich auf jeden Fall mit hier, die Korallas. Und mach die ja draußen erstmal rein. Aha. Nö. Jo.
Gut. Weil dann kann ich nämlich hier zack, zack, zack. Erstmal schön getrunken. Dann habe ich noch zwei trinken. Tag geht auf. Ey, dann machen wir jetzt mal ganz schnell hier ein Folgenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann Hüller forschen. Also Richtung Süden. Bis dann. Ciao.